Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Ozone. Ich habe was Tolles gemacht. Ich habe aus der Tough Rod hier, ne? Tough Rod 3 Ingots, habe ich ein Invar, eine Invar Tough Rod gemacht. Denn mit dem Fairy kann man lustige Dinge tun. Zum Beispiel aus einer Invar Tough Rod und zwei Fairy Ingots machen wir ein krass konkretes Krass-Krass-Schwert mit einer Durability von fast 7000. Und 24 Attack Damage. Das ist hart. Das ist sehr hart. Das krasse Ding. Was kann ich damit noch machen? Aha. Sonst nichts. Schade. Aber gut, wir haben ein krass konkretes, krasses Schwert. Jetzt ist die Frage, will ich Risky Business? Es ist gerade Nacht, das ist das Problem. Wir schlafen ganz kurz und dann machen wir mal Risky Business und gucken, was passiert. Mal gucken, was John Cena dazu sagt. Er sagt dazu... Nope. 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 Na, Schnauze. Das macht mich glücklich, Freunde. Das... Sulfur? Oh, wir haben Sulfur. Nice! Liquid Pyrothium. Immerhin haben wir dann schon mal eine bessere Sache achieved hier. Das ist gut, das ist gut. Denn Liquid Pyrothium, das kann man auf jeden Fall auf den Boden setzen. Und damit... schmilzt Lava sehr viel schneller. Ich glaube, mal 10. Ich glaube, es war mal 10 oder mal 8. Was um den Dreh. Das ist sehr gut. So, wir haben hier auch ziemlich gute Lootbags. Ernsthaft? Also, rare ist das ja wohl... Oh, fuck. Das ist heavy. 9 Ender Lily Seeds. Wisst ihr, wie viel Liquid Ender das ist? Wie viele Enderperlen das sind? Das sind, viele. Und Black Lotus ist immer gut. Jaylas Dingenskirchen und die blöde Probe, die kann weg. Oder das Probe. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Wow. Das war jetzt das... Das ist nie passiert, okay? Es ist einfach nie passiert. Es ist... Wow. Wow. Einfach... Meine Maus ist an meiner Tasse hängen geblieben, wo mein Tee drin ist. Hm. Ganz geil. Danke, Spiel. Also, wow. Einfach nur wow. Ohne Witz, einfach nur... Frickin' wow. Hier ist gerade ganz schönes Chaos drin. Ja, ich brauche nochmal eben eine Dingenskuh, eine Emerald-Kuh. Denn ein Bucket Emerald gibt leider nur 1,5 Emeralds. Wenn ich jetzt den zweiten Bucket rein tue, haben wir wenigstens noch zwei weitere. Und ein paar zerquetschtes Gedönse. Wieder alles hier rüber laufen lassen. Dann kommt das rein, das, das auch. Damit holen wir noch so ein Ding. Ich brauche eine Kiste für Monster Drops langsam. Jetzt erstmal hier rein. Okay. Aber das ist so ärgerlich. Jetzt, das ist gerade unfassbar ärgerlich. Immerhin können wir jetzt alles töten, was in der Monster Farm ist, ohne Probleme. Ich glaube, Schwert nutze ich dann nur für die Creeper. Weil das Problem ist halt. Sonst gibt es nicht so viel Loot, weil ich habe jetzt Lack auf dem anderen Schwertchen. Da hinten soll etwas spawnen, das dauert wieder ein bisschen. Ja, ja, ja. Ich muss die Kühe auch nochmal umbetten, weil es auch sein kann... Oh ja, das ist wichtig. Es kann auch sein, dass wir in dem Chunk-Gebiet da hinten zu viel Entities haben, deswegen keine Kühe mehr spawnen können, eventuell. Ein bisschen Auge drauf haben. So. So. Ich habe auch die Stabilized Redstone da reingetan. Einfach, weil wir nämlich zusammen mit Kupfer und Silber einen wunderschönen Mix erreichen können. Namens Signalum. Was wir auch wahrscheinlich sehr bald dringend brauchen werden. So, ganz kurz ausmachen hier. Das kommt weg. Das kommt dran. Die Form habe ich übrigens mit einem Emerald gegossen. Einfach ein Emerald rein. Dann, in dem Fall hatte ich zwei Gold drauf gießen lassen für eine ganz normale Casting-Form. Und dann, ja. Das hat auch gemacht. Emerald. Yeah. Ich gucke nebenbei übrigens, weil es gerade läuft, die,
Die Apex Overwatch Finals oder ist noch Qualification? Ich glaube Finals sogar. Und ja, ich bin übrigens ein großer Complexity-Fan. Und gerade war irgend so eine Japano oder Chinesen, keine Ahnung wie heißt, irgendwas mit Afrika, also nicht Afrika, sondern Afrika mit E-E-C-A oder so. Und haben gegen Rogue gespielt und ich bin für Rogue gewesen und sie haben die ersten beiden Maps gewonnen. Sehr schön. Afrika Freaks Blue. Gibt's auch nochmal in Rot. So und wie schaut's hier drin aus? Signalum, Silber, Kupfer. Oh, zu wenig Redstone. Haha, lol. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Redstone. Oh, Kupfer hätte ich direkt auch so nehmen können. Egal. Und wo du gerade ready bist. Oh, nein, es verstopft wieder nur alles. Es verstopft immer nur alles. Redstone. Ein Redstone-Backe für 4 Ingots. So, wie es halt ist. Sehr schön. 8 Ingots. Und ja. Silber sollte eigentlich drin bleiben. Signalum, was brauchen wir? Signalum als erstes, wofür brauchen wir als erstes Signalum, ist die Frage. Ich glaube für. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Egal. Wir haben es auf jeden Fall, das ist gut, weil Signalum halt, wie gesagt, wichtig ist. Und, ja, ich hoffe auf mehr Kühe und auf mehr Loot. Ich würde sagen, bis gleich. Ach ja, wo ich gerade hier noch stehe, wir haben einige Quests fertig. Einmal natürlich Gamcast. Dafür kriegen wir ein Reward Bag. Ein Basic. Oh, ein Iron Pixel ist doch. Das ist okay. Damit kann ich leben. Und einmal Mob Farm natürlich. Yeah. Ein Good Reward Bag. Quantum Entropy Accelerator. Das ist der, Dingens, oder? Genau, It's better into a little bit of energy. Du kannst da alles reinwerfen und es wird aus allem Energie machen. Aus jedem bisschen. Das ist geil. Das ist super. 4F pro Tick ist nicht viel, ist aber okay. Oder das Ding hier hin. Das ist krass. Denn zum Beispiel können wir da jetzt Cobblestone reinwerfen und der wird uns hier ordentlich Energie produzieren. Aus Cobblestone. Ja. Yes. Okidoki. Was wollte ich noch? Genau, mehr Quests. Das hatten wir. Habe ich die Berg geöffnet? Ich glaube schon. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Dann haben wir noch eine Quest offen, und zwar für den nächsten Stein, den ich gemacht hatte. Die erste. Eine Greater? Komm schon, Greater Reward. Ach komm ey, ist doch ein Witz. Und dann sollten wir als nächstes... Gute Frage, was machen wir als nächstes? Das ist nämlich gerade die Frage. Können... das hier als nächstes machen. 64 Akio. Oh, das ist ein bisschen viel. Was war hier zu tun? Diamond Furnace und die Upgrades. Genau, ein Fortune Upgrade und ein Speed Upgrade. Dafür brauche ich aber einen Diamanten, den ich gerade nicht habe. Apropos, dann können wir mal eben ganz kurz ein bisschen Gravel in diesen Sifting-Auftrag geben. Oh, hier ist inzwischen ganz schön voll. Oft wieder ein bisschen aufräumen. Ja. Und ein bisschen Erde. Ergibt. Na. Nein. 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 Gravel. 2 Stacks Gravel. Zum Siften für Diamanten. So.
Und du da. Plöpp. Plöpp, sagte ich. Gut. Ich würde sagen, ich kümmere mich um Monster Drops, dass ich noch ein bisschen Feedback sammle, dass ich hier idle für Kühe. Und bis gleich. So, ich habe mir jetzt endlich dazu entschieden, was wir denn jetzt als nächstes machen werden und wie wir quasi jetzt an unseren nächsten Sachen rankommen. Denn wir brauchen Stahl fürs Netherportal. Um Stahl machen zu können, brauchen wir am besten den Metallurgic Infuser von Mechanism. Um den machen zu können, brauchen wir Compressed Iron. Compressed Iron ist quasi ja die verarbeitete Eisenversion von Pneumaticraft, aber auch dafür brauchen wir Compressed Iron. Und um Compressed Iron zu machen, brauchen wir Sprengkraft, ganz einfach. Deswegen habe ich diese wunderschöne Plattform hier gebaut mit Obsidiankern, wobei die Dinger hier Blast Resistant sind. Das heißt, die können durch Explosionen nicht kaputt gemacht werden. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe zur Sicherheit hier trotzdem nochmal Obsidian in der Mitte, weil der sowieso absolut Blast Resistanz ist. Ja, und dann wollen wir mal. Und zwar, das kommt weg. Ich brauche, wo ist mein Gunpowder? Da. Und, was nehmen wir da? Gleich einen ganzen Stack? Ach, warum nicht? Und Sand. Habe ich hier noch Dingenskirchen? Die sollten hier sowieso gar nicht drin liegen. Nope. Yep. Okay. Dann basteln wir TNT. Ich glaube, eins reicht. Das ist, glaube ich, 5 Sand und 4 Gunpowder. Oder auch nicht. TNT. Tiny TNT. TNT. Aus Electrical Steel? What the hell? Warte mal, Alloy, Smelter, wie baue ich den? Ah, wir brauchen zuallererst das QED. Gut, I see, obwohl mit... Aber dafür brauche ich auch Stahl. Und wo kriege ich das Stahl dafür her? Normalerweise eigentlich von Mechanismen, aber hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Wie soll ich denn dann an Stahl kommen, wenn nicht über den Metallurgic Infuser? Und ohne Stahl komme ich in den Nether? Hä? Da... Ich konnte jetzt leider auch nicht die Kuh melken, die unsere Carbon-Kuh. Wo bist du da hinten? Das ist unsere Carbon-Kuh. Hey, wieso geht der Cooldown los, wenn ich gar nicht gemacht habe? Willst du mich verarschen? Okay, Carbon. Wie kriegen wir das denn sonst da raus? Molten Carbon Bottle. Carbon, Carbon, aber, ist Carbon nicht eigentlich Kohle? Was mache ich aus flüssigem Carbon? Carbon Ingots, was mache ich denn mit Carbon, bitte? Ich dachte, das wäre Kohle, verdammt. Okay, gut. Das ist dann wiederum problematisch. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin verwirrt, Ich bin gerade in einer kleinen Sackkasse. Was sagt denn... Oh, genau, das QED. Zuallererst brauchen wir das QED. Und ich habe keinen Diamanten. Kacke, ich brauche mehr Essenz. Oh mein Gott, es ist schlimm. Schade. Ich wollte sprengen, aber Sprengmeister sagt, nope. Das hier brauche ich. Und das hier... Viel mehr Gravel. Gravel war irgendwie so. Ja. Okidoki, wie viel ist das? 4 Stacks. Da sollte ja wohl mindestens ein Diamant bei rauskommen. Verdammte Scheiße. Ich wollte noch. Hier fehlt. Was fehlt hier? Der liegt hier, weil ich hier nämlich Dinge getan habe. Und zwar habe ich einfach nur. Aus dem... Ich habe mir in meinem Crucible, was irgendwie teilweise schief gegangen ist, ich weiß gar nicht warum, wenn man eine Enderlily Seed in diesen Crucible reinsteckt, kriegt man halt die 4 Buckets flüssigen Ender raus. Die habe ich in Enderperlen gegossen. Über die Gemcast-Form einfach, ne? Wenn man da 500 Milliliter Liquified Ender reingießt, kriegt man eben Enderperlen. Dementsprechend habe ich eine ganze Menge Enderperlen gemacht. Wir sehen hier 1, 2...
drei Stacks und vier Stück noch. Und die werden wir noch brauchen fürs QID. Und ich brauche noch ganz viel Obsidian fürs QID. Weil das geht. 9 haben wir hier schon mal. Und Blazing Pyrothium, das ist das Stichwort. Okay, Blazing Pyrothium. Eine ganz andere Geschichte. Bevor wir das Blazing Pyrothium hier auch nur irgendwo in die Nähe packen, sollten wir vielleicht Stromleitungen entweder legen. Ich überlege. Conduit, wie viel kostet ihr? Conduit, Energy Conduit. Also Isolated Redstone Conduit mit Conductive Iron, aber das haben wir sicherlich auch noch nicht im Petto. Nope. Was bist du? Arc Furnace, also, ja, bla bla bla. Okay, dann. Redstone Flux. Fluxen, hier unten, da. Redstone Flux, da. Einfach mal LED. Bisschen Glas und bisschen Redstone. Die transportieren Energie und zwar 2011 pro Tick. Was? Okay, das wurde definitiv angehoben, eindeutig. Was bringen dann gerade die? Dieses Item. 8000 LF pro Tick. Und die? 80.000 LF pro Tick. 320.000 LF pro Tick. Wozu brauchen wir dann auch die Infinite-Dinger, ey? Holy moly. Okay, apropos Holy moly, wir müssen weiter bauen. Du kommst erstmal weg. Du kommst hier hin. Auch weg. Weg. Ich brauche. Hab ich keinen. Ich hab. Okay. Hier ist auch Gravel. Dich brauche ich, genau. Gravel wird verlegt. So. Du kommst erstmal weg. Und zwar mit einer Spitzhacke. So. Weg mit dir. Ich brauche jetzt gerade nicht. Was ich brauche, ist Platz. Für. Wo kommst du denn her? Okay. Okidoki. Ich glaube, ich muss hier drei tief gehen. Weil wir hier nämlich mehr Boden brauchen. Als bei den anderen Sachen. Schwubbidi-bubbidi. Gehen wir bis zu den Kühen. Wir gehen bis zu den Kühen. Weil wir es können. Okay. So, okay. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Irgendwie so. Passt schon. Oh, halt. Ah. Oh, so voreilig hier. Ist wieder weg. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Ich muss ja sowieso einen höher. Cobblestone mehr. Ich finde diesen dunkelgrauen Cobblestone ziemlich hübsch eigentlich. Deswegen benutze ich den jetzt überall, weil ich mag den. Ich finde den sehr hübsch. Wo ist mein Chisel? Ja, gehört hier gar nicht rein. Eigentlich auch nicht, aber. Chisel. Mr. Chisel, wo verstecken Sie sich? Hier. Hier. Ja. Und weil es Blast Resistant ist, ist es auch immer gut, dass hier nichts gesprengt werden kann. Zumindest nichts, was diesen Cobblestone aus dem Cobblestone gebaut ist. Hat so seine Vorteile. Ja. Zwei Cobblestone für einen neuen Builders Wand. Das brauchen wir nicht, weil wir das nicht craften können. Verdammt! Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Okay.
soll's. So, F7 technisch auf jeden Fall ausleuchten. Das ist wichtiger als alles andere. Und... ja, ist auch erstmal wurscht. So, dann wollen wir mal erstmal layouten quasi, wo wir denn was haben wollen. Ich hätte gerne an diese Ecke hier, beziehungsweise so, 1, 2, 3, 4 mal Platz für flüssiges Pyrothium. Yep, yep. Badaboom. Da drüber kommen dann die Crucibiles. Ich denke mal, das Pyrothium sollte... mal, kann ich überhaupt Blick wie finanzieren? Pyrozeum. Kann ich dich einschmelzen einfach so? Kann ich nicht. Mist. Magma Crucible. Kostet doch auch so ein Ding. Mist. Gut, dann nicht. Was ist denn noch heiß? So richtig heiß. Pyrothium? Echt schwierig, muss ich schon sagen. Ich brauche einen verdammten Diamanten. Einen habe ich. Wow. So, QED, ne? QED. Hierfür. 4 Diamanten, oh gut. Dann eben nicht. Kann ich sogar Diasit schon machen? Ah, nee, brauche ich, ich glaube, 4 Diamantblöcke. Für die Seeds. Korrekt. Platinum, Mana Steel. Blitz. Diamond. Ah nein, 4 Diamond Ohr. Okay. Ja. Dann müssen wir halt warten, bis da Diamanten rauskommen. Bis gleich. So, ich habe jetzt 2 Stacks Gravel per Hand gesittet und jetzt haben wir unsere 4 Diamanten zusammen, zum Glück. Was wir noch brauchen, ist Burnt Quartz und das machen wir einfach, indem wir normalen Quartz, den ich übrigens aus Lootbags habe, einmal durchbrennen. So, für das QED Diamond Infused Whatever, hier haben wir den Burnt Quartz, dann die Diamanten und einmal Ender Infused Obsidian. Das ist einfach Obsidian mit Enderperle. Ja, da können wir mal... wo ist denn mein Obsidian? Da? Was mache ich mit dem blöden Liquified Ender? Ich glaube, packe ich mal so lange einfach in diesen Tank. Gibt es hier wieder einen Bucket Mode? Ich glaube nicht. Dann machen wir eben kurz den hier. Und den hier. Weil da ja ein Millibucket verloren gegangen ist, leider. Irgendwann, irgendwie, keine Ahnung, wie das... passiert ist. Ich glaube, es sind wieder unten hintergerutscht. Wie auch immer sowas passieren kann, fragt mich nicht. So, und dann kommt... wo ist... oh, ich glaube, der ist weg. Nun gut. Leer? Ich hoffe doch. Ich brauche mein Ding zurück. Wo sind so meine... Dingsbums, Transfer Pipes, Transfer. Echt, der ist verbuggt. Der ist verbuggt. Verbuggt. Tja. So kann's kommen. Nun denn. Dann eben immer abbauen und wieder hinsetzen, denn das Ding behält seinen Liquid nicht. Und weiter geht's. Cobblestone und Lava und go. Ja, ansonsten hole ich mal eben kurz ein bisschen Lava-Essenz, dass wir hier fixer, etwas fixer vielleicht Obsidian machen können. Oh, kann ich eigentlich Obsidian so herstellen mit der Dingens? Ich glaube, dafür brauche ich Obsidian-Essenz. Ja, ja, ja. Mhm, 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 mhm. Okay. Dann eben nicht, aber hier Dingens-Essenz nehme ich trotzdem mit.
haben inzwischen ein paar mehr Fluid Chaos, falls euch nicht aufgefallen ist. Es sind wieder ein paar gespawnt, aber jetzt nichts Dolles. Also ich habe hier eine Molten Carbon, haben wir schon gesehen. Die Fairy Molten Iron habe ich. Ich habe... Was bist du? Du warst die Goldkuh. Du bist die Goldkuh, ja. Gut. Oh, habe ich hier eigentlich ausgeleuchtet? Habe ich, ne? Ja, ja, ja. Gut. So. Zur Not. Ebenso. Wo ist mein anderer Bucket hin? Hab ich den jetzt hingetan, Mensch? Bucket. Buck, buck, da. Flup. Denn daraus machen wir Obsidian. Oh, ich vergaß. Kurz Zwischenstopp hier. Das Wasser habe ich weggeräumt. Ich weiß gar nicht warum. Ach, wegen der Pipe, genau. Die Pipe habe ich ja weggemacht zwischendurch und dann ist das Wasser ausgelaufen. Deswegen musste das Wasser weg. Jetzt darf ich es wieder hinmachen. So, okidoki. Obsidian, 12 Stück. Sehr gut, passt perfekt. Und Enderperlen, eine Handvoll. So. Also, das werden wir alles brauchen. Schwipp. Das in... Nee, Burnt Quartz. Das ist der Diamond Edged Computational Matrix. Was auch immer. Dann das. Crafting... Nee, war ich glaube ich komplett. Zack. Nee. Crafting Tisch. Und zwei Eye of Ender. Und noch zweimal Blaze Powder für... Und was habe ich gesagt? Ein Crafting-Tisch. Damit beginnen wir dann auch direkt die nächste Abteilung in unserem Questbuch. Sehr schön. Eye of Ender und Crafting Table gibt ein QED. QED ist übrigens eine Abkürzung für ein unbekanntes, für eine unbekannte Wortkonstellation, weil lustigerweise, die Beschreibung des QEDs in Klammern ändert sich sehr oft. Das ist ziemlich witzig momentan. Das ist ein Quantum Entity Device. Oh ja. Gut. So, unser Quantum Entity Device können wir momentan... Wo stelle ich es am besten hin? Ich glaube, hier in die Ecke, damit es niemandem auf den Sack geht. Denn das ist nicht alles. Und das ist doch nicht alles. Das ist ja unglaublich, Bob. So. Wo ist mein Questbuch? Ja. Bitter, erstmal natürlich Akio, die habe ich vorhin gemacht. Kruzu habe ich aber eigentlich auch gemacht. Ah ne, davon brauchen wir 64 Stück. Und was ist das? Ach genau, die ganzen Tiersachen. Was nehmen wir denn als Pick? Pick, Chicken, Sheep oder Cow? Ich habe eine normale Kuh, wenn nämlich an eine normale Kuh eigentlich nicht rankommen. Und so, Gamma. QED. Ein QED und 12 Enderflux Crystals, was keinen Sinn macht, weil so viel baut kein normaler Mensch. 2 oder 4 würden vollkommen reichen, aber 12 ist voll übertrieben. Flux, Flux, Fluxi, die Flux, Fluxi, die Flux Crystals. Och Gott, das ist teuer. So teuer. Ja, 48 Obsidian. Holy moly. Okay, als erstes machen wir mal die ganzen Eye of Ender. Da habe ich gesagt 12, ne? 12 Eye of Ender. Der, da und hier. Gut. Und dann unsere Bag auf. Ganz wichtig, ein Fortune Cookie. Den können wir jetzt mal essen, weil wir gerade nämlich Hunger haben. Gucken, was da drin ist. Okay. If you... Was? If... If you read, you can this cookie you open before eating, I hope. Okay. Gut. Kann man da irgendwas draus machen? Es gab mal Fortune Cookies, wo man was draus machen konnte. Genau, das war... Oh, wie hieß der noch gleich? Mit den Cookies, die diese Dinger drin hatten, die dann irgendwie Lack gaben. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ah, oh, wie hieß der Mod? Der war ziemlich cool. Ich weiß es nicht, egal. Gut, wir brauchen vor allem Obsidian. Ich denke, ich werde mal eben kurzfristig hier die Verbindung kappen.
damit wir unsere Lava behalten können. Fürs Erste gibt es da keinen Gesifter, aber es wird jetzt auch wurscht. Gibt es irgendwas Tolles Neues? Nein. Okay, okay, das kommt weg. Hier haben wir immer noch so viele Enderperlen. Das ist gut, wir haben echt viele Enderperlen. Diese Ender-Lily-Seeds sind echt ein Segen, Freunde. Ein echter Segen. Apropos Segen, wo ist mein Schwert? Da. Ich will mich noch ein paar coole Bags aufmachen und noch ein paar coole Sachen finden. Deswegen haue ich ständig die Mobs um, weil ich cool Loot will. Und ich glaube, das mit dem Gunpowder liegt an dem Schwert. Weil nämlich, ich habe das Gefühl, dass jeder irgendwie Gunpowder fallen lässt. Und Sulfur, meine ich natürlich nicht Gunpowder, sondern Sulfur. Das finde ich halt ein bisschen merkwürdig. Anderes Sulfur. Das war echtes Sulfur, glaube ich. Gerade von dem Creeper. Aber gut, das Sulfur brauchen wir eben auch. Für diverse Crafting-Rezepte. Unter anderem Blazing Pyrotheum. Epic Lootbag und eine ganz normale kleine Lootbag. Aha. Und? Oh. Bisschen Eisen, Eisenboot, Sapling und Wheat. Gut. Aber die Boots können wir anlegen. Gut. Gut, 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 gut. Gut. Ja. Soweit, so gut. Wir warten auf Lava. Auf Lava brauchen wir. Warten wir. Wie gesagt, die nächste Stufe ist Blazing Pyrotheum, aber solange ich das nicht flüssig kriegen kann, ist kacke. Ja. So eine Blazing Pyrotheum-Kuh wäre echt krass gerade. Die wäre die Erlösung. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie erreichen kann, aber ich glaube, ich muss die da hinten erstmal aufräumen und die Kühe teilweise mal wegräumen. Und ich denke, ich werde auch die Kuh wegräumen, die Carbon-Kuh, weil die doch nicht so viel bringt, wie ich dachte. Ich dachte, es wäre flüssige Kohle. Ist sie aber nicht. Leider. Tut mir leid, Kuh. Du bist für einen guten Zweck gestorben. So, Fairy brauchen wir. Emerald brauchen wir. Obsidian. Stimmt. Buckets? Brass. Lead, Redstone, Copper, Eisen. Was hatte ich hier? Dann kann man mich hinten mal aufräumen und hier kurzfristig Platz machen für neue Viecher. Denn wenn hier noch Viecher sind, dann spawnt nichts Neues. Das Schaf würde ich eigentlich gerne behalten. Eigentlich. Du warst Molten Aluminium. Ich brauche kein Aluminium. Ohne Witz, ich brauche echt kein Aluminium. Und du bist Osmium. Nein. Tut mir leid, aber nein. So, dann kann ich jetzt neue Viecher spawnen lassen hier, indem ich einfach nur still rumstehe am Tag und warte. Das kann ich gut rumstehen und warten. Aber ich hasse es zu warten. Ach Gott. Ja. Obsidian. Ich wollte gerade sagen, wir können einen Ignitious Extruder machen, können wir aber nicht. Denn der kostet auch wieder viel zu viel, was wir noch nicht haben. Aber sobald wir das coole Idee haben, können wir immerhin schon mal in Ender-IO reindiven langsam. Wird auch Zeit. Cute. Weg mit dem Shit. Falsche Kiste. Leder brauche ich doch eigentlich für irgendwas, ne? Wo ist mein anderes Leder? Im Questbuch fällt mir gerade so ein. Wooden Spikes, Beta. Nee, im Alpha. Dafür brauche ich aber erstmal das Ding. Auto Tool Station. Was ist das? Okay. Dafür gibt es ein Herz. Ach so. Für die Hardcore. Dinger. Ach genau, das könnte ich auch mal tun. Rein theopraktisch. Ansonsten, Autosaving, genau, Fortune Upgrade. Dafür brauche ich noch einen weiteren Diamanten, aber jetzt habe ich erstmal wieder keinen übrig, natürlich nicht. Damit fahren, das kommt später, wenn ich endlich genug Diamanten habe. Und Flint and Steel fehlt noch. Beta-technisch ist alles nur Pflanzenshit. Und Gamma, da kommen wir in die Technik langsam, wird auch Zeit. Ach, Storage Drawers, die könnten wir eventuell noch machen. Drawer Controller und Compacting Drawer bei Gelegenheit. Und Wooden Spikes.
Bei Gelegenheit. Ich glaube, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich überlege mir was und bis dahin. Ciao, ciao.